Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gibt ein großes Trash-Wander-Paket. Wir sind 6 Mädels und haben uns zusammengetan und haben also gesagt, wir machen mal ein Trash-Wander-Paket zusammen. Und da ist, das ist gerade angekommen bei mir, richtig schweres Paket, großes schweres Paket. Habe ich jetzt hier so neben mir stehen. Und ja. Ich habe es von der Larissa bekommen. Ne? Ich bin die Letzte in der Reihe. Ich werde alle Kanäle unten mal verlinken. Dann könnt ihr schauen, wie sah das Paket am Anfang aus und wie hat es sich entwickelt bis jetzt. Und dann, ich bin jetzt die Letzte von der Runde 1 und dann geht es in Runde 2 weiter. Ich schicke es dann wieder an Yvonne und dann geht die zweite Runde los. Genau. Hier habe ich eine schöne Karte. Hat sie geschrieben, die Yvonne, ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Liebe Grüße, Yvonne vom Kanal Himbeer Süß Sauer. Und dann haben wir eine Liste und da stehen alle drauf. Einmal Yvonne, dann Annika und Vanessa, Tanja vom Kanal Tanjas Colorful World, Larissa, die hat es ja mir geschickt und dann ich. Na? Genau, das ist ganz gut, dass wir so eine Liste mit Adresse gleich dabei haben. Dann brauchen wir nicht nochmal rumfragen. Und dann schauen wir mal rein. Also, packen wir mal aus. Haben wir hier so eine schöne Abendtasche. Ne? Und da ist auch was drin. Ja, da ist Schmuck drin. Von For You, Studio Jux Cam. Das ist ja niedlich. Das ist so ein Armband. Na, kann man hier auch ein bisschen enger machen. Ich denke, das ist ein Armband. Für eine Kette wäre es also zu wenig. Und das scheint mit Rosenquarz vorne zu sein. Ja, Rosenquarz. So schaut die aus. Na, als Armband. Ich mag ja so Steine, finde ich ja toll. Das ist ein Armband mit Rosenquarz. Packe ich mal wieder ein. Das ist aber nichts für mich, weil ich habe immer Angst, dass die bei mir kaputt gehen, diese dünnen Armbänder. Ne? Ist mir runtergefallen. Nee, da ist es. Lege ich mal zur Seite. Dann haben wir hier noch eine Packung. Mal schauen, was da drin ist. Ah, das ist auch süß. Auch mit so einem Band. Ist das auch ein Armband? Ja. Auch so ein Armband. Ich finde das total niedlich. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das nichts. Na, das geht dann weiter. Schmuck finde ich ja immer spannend. Ne? Dann ist hier eine Kette bei von Brigitte Bugeaud, sag ich immer. Brigitte. Warte, oh, die hat so bunte Steinchen. So schaut die aus. Na, eine richtig lange Kette, also kannst du aber auch einstellen. Ne? Auch richtig schön in Gold. Aber ich habe ja schon eine Menge Ketten und da denke ich mal, das geht weiter. Die ist schon schön, aber ich habe da auch eine ganze Menge schon. Gut, das war einmal in der Tasche drin. Haben wir hier noch. Das sind Paletten. Ah, SheGlam. Das ist ja von Shein, ne, die Marke. Ich glaube sogar, dass ich diese Palette auch habe. Das sind richtig schöne Farben in Grün, so ein Mintgrün dabei. Richtig schön. Ah, ich habe bei SheGlam auch mal bestellt und ich glaube, dass ich genau diese Palette auch habe. Habt ihr so ein bisschen mit Schimmer oder, ne, und ein bisschen verschiedene. Ja, shiny, scheint so in verschiedenen Farben. Genau. Die einmal. Und dann ist hier noch eine große Palette bei. Wow. Die ist aber hübsch, ne? Die ist von Revolution. Die sieht ja toll aus. Machen wir mal auf. Da habt ihr einen ganz, ganz großen Spiegel dabei. Und so im Rotbereich, Rot-Braun-Bereich die Farben. Richtig schön. Aber so eine Palette von Revolution mit diesen Farben habe ich auch schon. Und ja, sind wirklich schöne Farben. Aber
Sowas habe ich schon und deshalb geht die auch weiter. Dann kann sich jemand anders darüber freuen. Ja. Genau. Dann wollen wir sehen. Das geht weiter. Dann habe ich hier so ein Beutelchen und das sehe ich schon einmal Balea Trockenshampoo und das andere ist, ich glaube, Bilou. Ich mach mal auf. Das ist dieser Schaum, ne? Ja, pflegender Cremeschaum von Bilou. Mhm. Da überlege ich gerade, das wäre ja was für Sina. Oh, der riecht ja toll. Ja, ich glaube, der bleibt hier. Das ist was für Sina, da freut sie sich. Der riecht richtig schön fruchtig nach ja, Erdbeere, Himbeere, ich weiß gar nicht. Oh, lecker, ganz süß. Cremeschaum, steht denn, was das für ein Duft ist? Prozent vegan und feuchtigkeitsspendend. Tasty Donut duftet nach frisch gebackenem Donut. Ah, nach frisch gebackenem Donut. Das riecht auf jeden Fall voll lecker. Das bleibt hier. Und hier haben wir von Balea ja so ein Trockenshampoo. Luftig leichter Schaum für alle Haartypen. Das ist ein Trockenshampoo-Schaum. Frische Volumen, Glanz ohne Rückstände. Trockenshampoo-Schaum. Also der bleibt hier. Den muss ich ausprobieren. Muss ich wohl schütteln dann, ne? Wartet mal, ich guck mal, wie man den anwendet, bevor ich jetzt was falsch mache. Ich habe noch nie Trockenshampoo-Schaum Anwendung, Produkt. Vor der Anwendung kräftig schütteln, zur Dosierung senkrecht halten, eine Walnussgröße, große Menge des Schaums am Ansatz verteilen, gründlich einmassieren. Durch das Einmassieren trocknet der Schaum und das Haar strahlt in neuer Frische. Danach das Haar ausbürsten. Aha, das kenne ich ja gar nicht, das probiere ich mal aus. Das finde ich ja spannend. Also schön schütteln, also eine Walnussgroße Menge. Und das verteilt man sich dann so im Ansatz. Und während man das dann so verteilt trocknet, das soll man es halt nochmal durchkämmen. Und das soll auch ein bisschen Volumen geben. Okay, so, das bleibt mal hier. Das werde ich nochmal genauer austesten. Das finde ich ja interessant. Kenne ich gar nicht. Bisschen hier noch. Also, das bleibt hier. Das finde ich ganz interessant. Das auch für Sina. Ich habe ja schon zwei Sachen gefunden. Es sind schöne Sachen drin. Dann haben wir hier so eine Tasche. Mal schauen. Oh, was ist das? Das ist Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15 von Monoskin. Kenne ich auch gar nicht. Das ist ein Primer. Mit Feuchtigkeit geht doch, ne? Ein Primer. Dann haben wir hier ein von Art Deco. Das ist eine schöne Farbe, ne? Ein Lip Color Long Lasting Full Matte. Ach, ein matter Lippenstift, ne? Ja. Eine langanhaltende matte Farbe. Die Farbe finde ich schön. Matt ist ja nicht so meins. Ich überlege es noch. Da bin ich mir noch nicht sicher, weil matt, ne? Dann haben wir hier eine Face Palette von Max & Moore. Die gibt es bei Action und das ist Highlighter und Bronzer. Die Farben sehen ja ganz gut aus, ne? Mal aufmachen. Ne? Ein Highlighter und ein Bronzer. Die Farbe ja, ist nicht zu dunkel. Aber ich habe so viele Bronzer und Highlighter. Ich glaube, das geht weiter. Was haben wir hier? Poreless Perfection Mousse Foundation von Catrice. Eine Foundation.
Kenne ich auch gar nicht, habe ich noch gar nicht gesehen. Silikonfrei. Ja. In der Farbe Kohl Walnut 030. Ach, das ist aber auch noch verschlossen, das ist gut. Auch kann ich natürlich die Farbe gar nicht sehen, ne? Das geht mal weiter. Dann haben wir hier einen Lippenstift von L'Oréal. Mal schauen. Ach, der hat hier in der Mitte noch dieses, ne, so ein bisschen Pflege wahrscheinlich ist das. Auch eine schöne Farbe. Aber ich habe ein ganze, ne, diese Kartons, einen ganzen Karton voll Lippenstifte. Der geht weiter, sonst ich komme gar nicht dazu, die alle zu benutzen. Hier haben wir auch nochmal so einen Lippenpflegestift. Der ist von. Oh Gott. Von. Ah, hier steht das, von Kneipp. Ein Lippenpflegestift von. Ups, Kneipp. Farbe gefällt mir auch gut. Aber weil ich so viele Lippenprodukte habe, geht er weiter. Hier habe ich was, das ist von Essence Plumping Lip Filler. What the Fake? Das soll die Lippen so ein bisschen ja, voluminöser machen. Ne? Mal aufmachen. Das ist interessant. Interessant. Das probiere ich mal aus. Das finde ich auch ganz spannend. Sowas habe ich noch nicht. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift von La Vera, ne? Auch Naturkosmetik. Ein richtig schönes Rot. Aber der geht auch weiter, weil rote Lippenstifte habe ich ein paar Stück schon da. Ja, dann haben wir hier nochmal gut eingepackt. Und das ist von, na, Karl Lagerfeld, ne? Made in China. Das ist auch so ein Highlighter, ne? Oder so ein. Vielleicht ist das auch ein Eyeshadow in Goldfarbe. Steht jetzt hier gar nicht. Aber das kann man bestimmt für beides als Eyeshadow oder als Highlighter verwenden, ne? Von der Farbe. So ein Gold. Das ist auch was Schönes, aber geht auch weiter, weil Gold habe ich ganz, ganz viel in Goldfarben, Lidschatten und auch Highlighter. Oh, jetzt kommen wir ein bisschen zu Schmuck. Das sind so Ohrringe von bei irgendwas mit Woodstocks. Ah, so in Holz. Das sind so klein, die sehen ja niedlich aus. Kleine Ohrringe aus Holz. Irgendwie sieht das aus wie so ein vom Holz, wisst ihr, so ein Querschnitt. Als wenn das so ein vom Baum wäre. Aber hier ist auch noch mal so eine Schleife eingearbeitet. Die sind ja niedlich. Aber ich weiß, dass ich solche Ohrringe gar nicht tragen würde. Der geht gleich ab hier. Na? So, deshalb gehen auch weiter. Dann haben wir hier auch noch aus Holz so ein Armband. Ganz süß. Ne? Und was haben wir hier noch? Noch ein Armband. Dieses ist, ich weiß gar nicht, ist das auch Holz oder Stein in Schwarz? Und das hier sind bestimmt na, diese Bergkristalle, ne? Und dann habt ihr dazwischen so ein bisschen Glitzer, so eine Ringe mit so ein bisschen Glitzer. Ich finde das hier ganz niedlich, ne? Bestimmt auch schnell kaputt, aber kann man sich dann ja wieder aufwedeln. Finde ich ganz süß und passt auch gerade gut, ne? Ich glaube, das bleibt hier. Das finde ich schön. Muss mir das nachher alles merken, weil die haben gesagt, wir packen ähnliche Sachen wieder ein. Wenn wir Schmuck rausnehmen, dann schauen wir bei uns, was haben wir für Schmuck oder jetzt hier, ne, Haarprodukte oder Hautpflege oder wenn wir jetzt eine Palette nehmen, dann schauen wir, dass wir auch wieder eine reinpacken, damit so ein bisschen die Auswahl ja so bleibt, ne? Ja.
von allem etwas hat. So, dann haben wir hier noch eine Tasche. Prall gefüllt. Das ist einmal Yepora. Das ist ja koreanische Hautpflege, habe ich schon von gehört. The Make My Day Cream. Eine Tagescreme. Good Morning steht hier. Und hier steht nochmal Step 5. Steht jetzt nichts in Deutsch. Tagescreme steht hier nur einmal in Deutsch. Ja, die ist tierversuchsfrei, vegan. Und ja. 100% made in Korea bei True Car Beauty Experts. Mal schauen, das finde ich ganz interessant. Ich habe von Yepora schon viel gehört, aber auch noch nie etwas gehabt oder ausprobiert. Eine Tagescreme. Ja, die gibt Feuchtigkeit, Slow Aging, also verlangsamt das Alter, denke ich mal, ne, der Haut, Protection, Feuchtigkeit. Und dann habt ihr hier Routine-Steps stehen da hinten drauf. Das finde ich ganz interessant und spannend. Ja. Ne? Erstmal Öl-Cleans, dann ein Water-Cleans, Prep, Treat, Moisturizing, Protects und Tagescreme. Okay. Und hier ist das auch nochmal richtig mit Bildern alles abgebildet. Finde ich total interessant. Ich glaube, das möchte ich mal ausprobieren. Die bleibt mal hier, weil viele so begeistert sind von Yepora. Und ja, dann habe ich vielleicht auch mal so einen Eindruck davon, denn ich kenne Yepora gar nicht. Jetzt habe ich schon 3, 4 Sachen, die auf jeden Fall hier bleiben. Ich glaube, der Lippenstift, wo war der eigentlich drin? Da war ich am Überlegen, ne? Wegen der Farbe. Ach ja, und das Armband, ne? Hier haben wir von My Little Beauty Gel Funky Fresh. Zeige ich euch erstmal, ne? Das ist, keine Ahnung, ach hier steht's. Du hast eine lange Nacht hinter dir und brauchst jetzt einen erfrischenden Express, eine erfrischende Expresspflege. Also dieses Gel mit natürlichen Inhaltsstoffen, zu 97% macht dank Kaktus, Pfingstrosenextrakten und müde Partyhaut sofort wieder munter einmassieren und strahlen. Okay. Für Partygänger, wenn du abends morgens mal so ein bisschen, ne, vielleicht ja, ein bisschen unfrisch aussiehst. Hier haben wir noch Your Glow Girl. Das ist dies hier. Bitan, von Bitan, denke ich mal, das ist wohl die Marke. Was ist denn das? Ist das so ein Fixing Spray? Also so ein Glanzspray auf jeden Fall fürs Gesicht und für den Körper. Mhm. Kann ich jetzt gar nichts dran riechen. Ein Glanzspray für Gesicht und Körper. Ja, dann ist die Tasche auch leer. So, das packe ich wieder rein. Dann war ja, glaube ich, das noch da drin. Ne? Dann haben wir noch so Kartons, einzelne Kartons da drin. Ah, das sind verschiedene Teesorten. Kann man mal einen neuen Tee ausprobieren. Persischer Granatapfel von Puka, Feel Fresh. Bio-Kräuter oder Black Tea Rapsberry. Suche ich mir mal einen Tee aus und packe einen. Ich habe ja auch verschiedene Tees, packe dann einen von mir da rein. Hüttenzauber ist mit Glühweingeschmack, Frühlingstee, Zitronengras und weißer Tee von DM. Ich werde diesen mal behalten. Und dann kommt hier auch noch wieder eine andere Sorte Tee mit dran. Deswegen stelle ich das dahin, dass ich das nicht vergesse. Da kommt noch ein Tee rein. Dann haben wir hier nochmal einen Karton. Ah, und hier sind so Lashes drin. Von Lenny Lash. 100% human her. Ja, einmal ein bisschen
So, noch mal ein bisschen feiner, aber dafür voluminöser, also mehr Wimpern. Die Wimpern selber sehen sehr schön aus, aber ich benutze es so selten und habe auch noch welche da. Das sind diese No Grease Please. Das sind diese, wenn man glänzt, ne? Diese kleinen Tücher hier, wo ich ja schon mal sagte, dass ich die irgendwie so gar nicht benutze. Diese kleinen Papierteilchen kannst du in die Handtasche tun und wenn du dann so ein bisschen Glanz hast, kannst du da einmal rübergehen. Dann gibt es hier auch, davon hatte ich auch mal in der Glossy Box ein Deo und zwar ist das so ein Creme-Deo, das erkenne ich ja gleich. Ich hatte das, glaube ich, in Orange und dieses ist ja in Lemon, glaube ich, Duft. Ne? Kann man das aufmachen? Hoppala. Ja, das riecht so richtig frisch nach Zitrone. Da weiß ich noch nicht, weil ich mag sehr gerne Creme Deos. Deshalb, ja, dies und das hier beides bin ich noch am Überlegen. Das ist auf jeden Fall. Dann haben wir hier Face Hemd Speedöl von Honey Cosmetics. Ein Öl fürs Gesicht, ja. Hanfsamenöl, schnell einziehende, feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl, welches die Poren nicht verstopft, beruhigt gereizte Haut und wirkt entzündungshemmend. Klingt sehr gut. Und ich bin ja so ein Hanf-Fan, ne? Sowas mag ich ja. Ich glaube, das bleibt bei mir. Das finde ich total interessant. Da werde ich dann auch mal berichten, wie das ist. Hier haben wir nochmal einen Basic Skin Face Mask Brush. Ich glaube, der war in der Goodie Box. Den habe ich auch und benutze ich total gerne. Das ist so ein, ja. Warte mal, ist es der, den ich benutze? Nee, ist noch ein anderer. Ich habe noch einen anderen, den ich benutze. Aber den hatten wir auch in der Goodie oder in der Glossy. Das weiß ich jetzt gar nicht. Den ich habe, der ist aus der Goodie Box. Ja, für Masken zum Verteilen finde ich solche Pinsel ganz gut. Genau, da kommt auch wieder was dann dazu, weil da habe ich mir, glaube ich, die Creme rausgenommen. Oh, naja, mal gucken. Aber ich sehe ja, was ich da stehen habe. Dann weiß ich das ja auch. Nochmal so ein Karton und da sehe ich schon, da haben wir Masken drin. Das ist hier Hey Honey Maske. Show Your Glow. Diese Maske hatte ich auch. Kann ich mich erinnern, dass ich weiß nicht, ob ich die verlost habe. Das kann gut sein, dass ich die weitergegeben habe. Ne? Und dann haben wir hier noch ein paar Masken. Das ist einmal Jaguar Love Tuchmaske. Genau. Dann haben wir hier Bloom Limited Edition, eine Gesichtsmaske. Ne? Revitalisierendes Schönheitsschlaf. Isana kleine Auszeit. Verwöhnendes Badeerlebnis mit Kokos- und Vanilleduft. Das hier, das ist auch nochmal eine Hangover Face Sheet Mask. After Party. Dann haben wir auch noch von Shabins eine Männermaske mit Soforteffekt. 48 Stunden Feuchtigkeitsturbo-Regeneration. Wirksamkeit sehr gut. Von Shabins für Männer. Ich glaube, das wäre mal was für meinen Mann. Der hat noch nie eine Maske gemacht. Hier haben wir noch eine. Auch Hydro Power Mask. 48 Stunden Feuchtigkeit. Erfrischt und revitalisiert die Haut. Mit Zellbooster, Taurin, sibirischer Ginseng für alle Hauttypen und Hypoallergen. Auch für Männer von Shavens. Die bleiben mal hier. Die kriegt mein Mann. Und dann haben wir hier noch was richtig Schönes. Und zwar sind das Nagelfolien. Ich liebe ja Nagelfolien. Ich habe ja auch, jetzt habe ich zurzeit immer den Nagellack von Happy Glam. Ist auch toll, weil es lange hält und ist auch ja, geruchslos beim Auftragen und so weiter. Und es hält ja super, ne? Und Nagelfolien, die halten bei mir auch richtig gut. Diese kenne ich noch nicht. Das sind auch selbstklebende Nagelfolien. Aber ich habe ja immer von, wie heißt sie jetzt? Nagelfolie habe ich gerade erst bestellt, wieder welche. Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Deshalb lasse ich die drin. Die kann mal jemand ausprobieren, der Nagelfolien noch nicht kennt. Ich liebe Nagelfolien, muss ich sagen. Finde ich richtig toll. Von, wie heißt sie noch? Aufgemaschalt. Jetzt habe ich es. Von Aufgemaschalt. Da bestelle ich mir meine Nagelfolien nämlich immer.
Und ja, habe auch gerade wieder welche bestellt. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Säckchen, Beutelchen und was haben wir denn da Schönes? Das sind Schlüsselanhänger, ne? Die sind ja auch hübsch. So in, ja, das ist so ein Fitz. Einmal so mit richtig schimmernde, eine Stadt. Ich weiß nicht, welche Stadt ist das? Oder ist das einfach so, ist nicht ein Wahrzeichen von irgendwo, oder? Auf jeden Fall zwei Schlüsselanhänger. Und von Avant Hyaluronic, Ultimate Hyaluronic Exit Monster. Monsterizer. Also ich glaube, das habe ich auch. Und das ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, ist richtig toll. Avant ist ja eine richtig teure Marke. Ich glaube, dieses kostete um die 100 Euro. Das ist Wahnsinn. Warum hat man das weitergegeben? Das ist richtig toll. Aber ich habe es ja und ich lasse es weiter wandern. Das kann dann jemand anders ausprobieren. Also ich finde sie sehr, sehr gut. Nur für mich ist natürlich sehr viel Geld. Ne? Hier sind 50 Milliliter drin. Und ich glaube, 105 Euro oder so war das. Aber ab und zu mal sind die in den Boxen, da freue ich mich dann auch immer drüber. So, dann haben wir einen großen Beutel. Mal schauen, was ist denn da drin? Ah, ich sehe schon eine Maske. Ja, von Gliscur, Hair Repair Regeneration 2-in-1 Kur. Und zwar flüssiges Keratin, Blütenextrakt für trockenes, strapaziertes Haar. Sehr, sehr interessant, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch habe. Aber ganz genau weiß ich es nicht, ob es jetzt genau diese ist. Ne? Ich mag ja Gliscur Schwarzkopf sehr, sehr gerne. Das sind schöne Haarkuren. Diese ist mit flüssigem Keratin. Klingt interessant. Kommt mal auf den vielleicht. Das wollte ich ja dann. Das ist für meinen Mann. Das ist vielleicht. Ja, was haben wir hier? Anti-Gray Lotion. Von Bijot, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Anti-Gray Lotion. Anti-Grau Lotion? Gray Lotion? Keine Ahnung. Ah, na, das kommt hier in so ein Pumpfläschchen. Ja, ist eine Lotion. Anti-Gray, keine Ahnung. Ich will nochmal so verschlossen. Das kannst du wohl dann abmachen und dann. Was alles richtig zu, nicht, dass ich da was aufmache und das nachher ausläuft. Okay. Da muss ich mich nochmal schlau machen, was das ist. Das weiß ich gar nicht. Das stelle ich mal hier hin. Dann habe ich von Isana Creme Dusche Soft Dreams, himmlischer Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Das ist ja auch was Tolles, ne? Duften nach frisch gewaschener Wäsche. Ist zugeklebt, lasse ich mal zu. Ist klimaneutral und eine limitierte Edition von Rossmann. Ne? Was ist das? Zahnpasta. Super Black Zahnpasta Whitening. Eine Zahnpasta ja, mit Aktivkohle, Zink und 100% vegan. Und ja, diese schwarzen Zahnpasten, ich hatte mal eine ausprobiert, die war im Geschmack überhaupt nicht toll. Und ich habe auch keinen Unterschied gemerkt bei meinen Zähnen. Aber es soll die Zähne weißer machen. Wahrscheinlich muss man es länger anwenden. Ich hatte nur so eine kleine, aber das kann auch weiter. Dann haben wir von BB Young Cares Soft Body Milk mit Jojobaöl und Panthenol. Eine schöne Body Milk von BB. Geht aber auch weiter. Ich habe so viel Cremes und manchmal bin ich zu faul und dann verbraucht sich das auch gar nicht. Hier haben wir einen von M.A.Sam Aqua Intense Duschgel, Schauergel ja, von M.A.Sam. Ja, das ist gar nicht zugeklebt. Kann man da dran schnüffeln? Hm. Ja, rieche ich gar nicht richtig viel. Wahrscheinlich ein ganz sanfter Duft, aber das geht auch weiter. Das geht weiter. Das, die schwarze Zahncreme. Bei der Haarkur bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht behalte ich die auch. Die klingt ja ganz gut und ich dachte, ich hätte die, aber die Verpackungen, die sehen ja alle so aus. Ob es nun genau diese mit flüssigen Keratin ist, das kann sein. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich schaue nachher noch mal. Haben wir jetzt was in einer Glossy Box? Oha! Auch richtig voll. Das kenne ich. Das ist eine
Naomi-schützende Haarmaske, die soll richtig gut gewesen sein. Ich glaube, sie hat Sina aufgebraucht, diese Haarmaske. Und ich glaube, das war die, die sie so toll fand. Schützende Haarmaske. Hatte ich also auch schon mal in der Goodie-Box. Auch zum Vielleicht. Dann haben wir hier was von Revolution für die Lippen. Und zwar Metallic Lip Kit. Steht hier Lip Contour Kit, Lip Pencil und Liquid Lipstick. Aha. Also das sind ein Lippenstift drin und ein Konturenstift. Ist aber auch alles noch zu, weil Lippenprodukte sind ja dann immer unbenutzt. Ja, wegen der Hygiene haben wir gesagt, Lippenprodukte und Mascaren und so, weil man das ja auch nicht so gut desinfizieren kann, dann unbenutzt. Schöne goldene Farbe. Aber ist nicht meine Farbe, also Gold auf den Lippen, so ist nicht meins. Dann ist hier dieser Pinsel, den kenne ich schon, ne? Den habe ich nämlich immer in Benutzung. Damit verblende ich immer und unten hat ihr dann halt auch nochmal so einen. Und der war auch, glaube ich, in der Goodiebox. Den finde ich richtig toll, aber ich habe ihn ja schon. Dann darf er weitergehen. Pinsel sind ja immer klasse, ne? Oh, Nagellack. Und zwar von Manhattan. So einer. Aber da ich ja nun meine, Happy Glam und meine Nagelfolien habe, bin ich so vom Nagellack sehr, sehr abgekommen, muss ich sagen. Weil das ja dann meist auch nicht so lange hält. Ein schöner Gelbton. Auch ein Nagellack in Gelb. Und habe ich hier ja auch gerade heute drauf. Ne? Ja, von Catrice. Ein gelber Nagellack. Aber das darf auch weitergehen. Pflegedusche von Sebamed. Erfrischt und pflegt empfindliche Haut. Besonders schonend. Unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Sebamed. Ja, ist auch immer was Gutes. Ist eine feste Seife mit Mango und Ingwer. Lasse ich aber drin. Dann haben wir hier noch was. Und zwei von Catrice. Das ist doch eine, genau, eine Mascara. Wasserfest ist sie. Volumenmascara. 180% mehr Länge und Volumen verspricht sie. Die Iconcita von Catrice. Kenne ich zwar noch nicht, ich habe aber sehr, sehr viele Mascaren selber da, die ich auch noch gar nicht getestet und ausprobiert habe, weil ich einfach zu viele habe. Und im Moment habe ich ja so meine gefunden für mich, die ich sehr liebe und viel benutze. Das ist ja die von Prime Cosmetics. Und deshalb Mascara geht erstmal weiter. Da habe ich noch so viel von. Dann haben wir hier einmal, hier steht Make-up Obsessions London. Pore Perfection Putty. Das ist um die Poren, ein Puder für die Haut, dass die Poren so ein bisschen kleiner werden, ne? Dass die Haut ein bisschen besser aussieht. Puder finde ich immer sehr interessant. Ist das denn ein Puder überhaupt? Natural Matt Coverage Conceal Skin. Ist das ein Puder oder eine Creme? Das kann ich gar nicht sagen. Ist auch noch richtig eingepackt. Da überlege ich mal. Probiere ich das mal aus. Das sieht ganz spannend aus. Dann haben wir von Alverde Hydro Make-up in der Nummer 20. Haselnussbowl von DM. Ist das? Ja, ein Make-up. Aber da habe ich auch sehr, sehr viel. Dann haben wir von Spa Pure Mary Chair Lip Balm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch von Action. Spa. Und von Catrice Sun Gessem Pore Refilling Intude Mousse. Auch eine Creme gegen große Poren und so, ne, die Poren so ein bisschen verfeinern soll. Von Catrice. Dann haben wir einen Monolidschatten von Obsession London. Auch eine schöne Farbe, mag ich gerne. Aber solche Farben habe ich auch schon. Dann haben wir hier noch einen. Ist das ein Lipstick von NYX? Studio Protecting Concealer Contouring. Ja, das ist ein Concealer.
Concealer, aber der sieht ja richtig dunkel aus, oder? Also wenn das ein Concealer ist, ist der richtig für dunklere Hauttöne. Concealer. HD Studio Protection Concealer. Okay, das kann auch weitergehen. Dann haben wir hier noch einen Nagellack. Auch eine schöne Roséfarbe, die so ein bisschen schimmert. Aber Nagellacke sind ja nun so gar nichts mehr für mich im Moment jedenfalls. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann. Dann haben wir hier von Aieko, ne, einen Eyeliner in Schwarz. Kann aber auch weitergehen, weil ich habe ja so eigentlich auch genug Eyeliner da. Und von Steve Laurent eine Palette. Das, die kenne ich, glaube ich. Ja, die ist richtig toll. Das ist eine schöne Palette. Also für so richtig natürliche Make-ups habe ich sehr, sehr viel benutzt, denn die hatte ich in einer meiner ersten Glossy-Boxen, vielleicht sogar in der allerersten. Ich habe die richtig geliebt und viel benutzt. Ich habe sie auch noch. Sie ist schon gut benutzt, aber ich habe sie auch noch und die geht dann auch weiter. Genau. Und da kommt er auch wieder rein. Pinsel und Lippenkit. Da wollte ich überlegen. Noch zwei Kisten, also das ist echt eine Menge da drin. Schauen wir mal weiter. Noch einmal eine von ja, Look Fantastic Box aufmachen. Oh, da sind Badebomben Aloe Feeling drin. Einmal Badebomben. Dann haben wir hier von Balea Pflegecreme, duftet nach Keksen und Schokodrops. Wie niedlich. Aber ich glaube, das ist was für Kinder. Ne? Wenn jemand jetzt hier von den Mädels Kinder hat, ist das was Tolles. Für mich ist das nichts. Dann haben wir nochmal von Spa eine Fußcreme Sweet Mary Cherry. Das ist auch von Action. Das habe ich auch. Ich glaube, das war in einem Adventskalender. Das ist hier Reala Ultimate Glow Getter Check Trio. Das muss eine Palette sein, ne? Wieder hier hinten noch was. Wir schauen einfach mal rein. Oh, das ist so eine Face-Palette, ne? Ja, ich glaube, das ist Rouge. Das ist ein Goldenes, heißt das. Das ist bestimmt ein bisschen Highlighter und ein Bronzer. So eine Face-Palette. Die ist schön, aber da habe ich ja jetzt, ne? Das habe ich, dieses Parfüm hatte ich tatsächlich in meiner Jugend benutzt. Das weiß ich noch so. War ich 17, 18, 20 bis 20 so, Wanderwild, das weiß ich noch. Das habe ich mir dann auch bei Action, gab es das mal im Angebot, nachgekauft, weil ich dachte, oh, wenn ich das früher gut fand, konnte es das ja nicht riechen bei Action, dann werde ich das gut finden. Ich mag das überhaupt nicht mehr leider und deshalb kann das auch weitergehen. Das war das letzte Produkt jetzt in der Box, die Badekugeln gehen auch weiter. Schöne Sachen drin, muss ich sagen. Und jetzt haben wir noch hier einen ganz großen Karton im Karton. Ne? Ein Karton im Karton. Jetzt werde ich den ganz unterstellen. Und schauen wir mal rein. Oh, da sehe ich ja was, was ich auch kenne. Garnier Fructis Vitamine und Kraft 10 in 1. Na, das ist auch richtig was Tolles. Die mag ich sehr, sehr gerne, die Fructis-Produkte. Und das ist eine, ja, so eine Art Haarkur fürs Haar, das drin bleibt. Ne? Ja, stärkt das Haar, Anti-Haarbruch, bändigt, verleiht intensiven Glanz und so weiter. Und ja, die kenne ich schon. Die kann weitergehen. Dann kann jemand anders das mal ausprobieren. Dann haben wir hier von Veet pur Kaltwachsstreifen. Okay, aber sowas mache ich nicht. Ich rasiere dann lieber. Ja, das ist eine Dose hier. Warning, Blumen, Candle. Ach, das ist eine Kerze. Das ist wohl eine Duftkerze hier drin. Kriege ich gar nicht auf, aber es ist eine hübsche Dose, ne? Wenn die Kerze aufgebraucht ist, kann man das doch als kleines Schmuckdöschen benutzen. Kriege ich gar nicht auf. Na gut, ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Eine Duftkerze. Oh, da sind noch mehr. Das ist auch noch eine Duftkerze. Von Sens St. Florenz. Ein Blau. Oh ja, riecht auch richtig schön. Eine. Und noch eine, ne? Oder? Glück passiert. Aus,
aus Erdbeeren. Purer Genuss. Ohne Kerne und Fruchtstücke. Aha. Das ist aber auch noch richtig zu, oder? Ja, das will ich jetzt nicht aufmachen. Aber das muss schon mal auf gewesen sein, weil das. Na, kann man da noch mal reingucken? Okay, also ich mag es nicht vom Geruch. Das ist auch eine Kerze, aber süß gemacht, ne? Den Geruch, den mag ich nicht so, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Dann haben wir hier ein festes Shampoo. Feste Shampoos habe ich auch schon ausprobiert und für mich entschieden, es ist nichts für mich. Es ist mir zu ja, wuselig, ne? Du weißt gar nicht, sollst du das in der Hand schäumen, dann hast du nicht genug Schaum, dann habe ich es auf den Kopf gemacht. Also ich fand es nicht so praktisch, aber es ist ja umweltschonend. Dieses ist mit Arganöl und Panthenol für normales bis trockenes Haar. Hört sich schon gut an, aber geht weiter, weil ich bin nicht so begeistert von Trockenshampoo. Also nicht von Trockenshampoo, vom festen Shampoo. Dann haben wir von Hello Body. Dieses hier auch eine Hydration Overnight Maske fürs Gesicht. Schauen Sie es fürs Gesicht. Ja, Face Mask. Eine Gesichtsmaske von Hello Body. Eine Übernachtmaske. Okay. Von Pierre, Dr. Pierre Cricaud, Paris. Da habe ich damals mal bestellt, das weiß ich noch, ist auch nicht so ganz günstig. Und ich war so richtig im Bestellfieber und jedes Mal gab es was Tolles dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine tolle ja, Tasche, irgendwas. Auch mal so ein ganzes Set, so ein Reiseset für Kosmetik, ne? Wo du deine Kosmetik reinpacken kannst. Und dann habe ich immer fleißig bestellt, bis mein Mann irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's aber. Und ich fand die Produkte aber gut, schön reichhaltig. Und das hier ist Derma. Es ist französisch, ne? Fluid Micellar, ein Micellen Cleansing, eine Cleansing Lotion für empfindliche Haut. Ja, genau. Das einmal geht aber weiter. Ich habe ja von Skin Natur meinen Cleansing Balm, den ich so liebe und den ich auch weiter verwenden möchte. Dann haben wir hier nochmal eine Creme, Skin & Co. von Roma, Whipped Cleansing Creme, eine Reinigungscreme, italienische Marke, Truffle Therapy, eine Cleansing Creme mit Trüffelextrakt. Okay, klingt zwar ganz spannend, aber ja, geht auch erstmal weiter. Und von Spa Sweet Mary Sherry Body Lotion, die kenne ich, die hatte ich auch. Und deshalb geht die auch weiter. Dann haben wir hier noch was. Und zwar We Are Kind Nature Natur Calm Soothe Daily Moisture Creme. Mit Chia und Aloe Vera. Klingt auch ganz gut. Steht da noch mal was? Es ist vegan. Ja, Tierversuchsfreiheit und. Ist das Naturkosmetik? 97% natürliche Inhaltsstoffe. Steht auch als erstes Wasser, dann steht als zweites schon Aloe Barbendis. Klingt ganz gut. Ne, das, was als erstes steht, davon ist ja am meisten. Und wenn das erste ist immer Wasser und das zweite schon Aloe. Das klingt ganz gut. Aber alles kenne ich auch nicht. Eine Crime Smooth Daily. Ich muss mal reinschauen. Für was benutzt man das? Ist das eine Reinigung oder ist das eine Creme fürs Gesicht? Also irgendwas mit Feuchtigkeit spenden, das ist auf jeden Fall. Aber da ich ja auch gerade ja, von. Beauty Mates, meine Cremes habe und so. Das wird mir zu viel, keine Creme dazu. Und was ist das? Das sind so Rosen. Aha. Eine Lichterkette. Ah ja, und hier mit Batterien. Ich mache das einfach mal auf. Ein bisschen Deko. Ist das noch richtig verschlossen? War das noch nie auf?
Ah doch, das kannst du hier, kannst du wieder zumachen. Die sind ja süß, ne? So Rosen, und dann machst du hier Batterie rein und dann kann ich das doch schön irgendwo hinstellen. Ich finde das ganz niedlich. Ich glaube, diese Lichterkette behalte ich auch. Also ist ja eine Menge bei, was ich behalten möchte. Dann habe ich euch jetzt auch einmal schon alles gezeigt. Ja, da war ich mir ja noch nicht sicher bei den Haarkuren. Ich glaube, dass die weitergeht. Ich glaube, die habe ich wirklich schon. Und diese schützende Haarmaske, vielleicht behalte ich die. Ja, und dann dieses Hanföl, finde ich auch toll fürs Gesicht. Schnell einziehend und feuchtigkeitsspendend. Bilou für Sina. Dann dieses Trockenshampoo-Schaum, ist aber was anderes von Balea, ganz spannend. Hier Puder finde ich auch spannend. Das probiere ich doch mal aus. Genau, und diesen, ja, für die Lippen, ne? Dass es so die Lippen ein bisschen voller macht. Ich bin gespannt, werde ich euch bestimmt in einem Video auch mal zeigen. Ja, genau. Die wollte ich mal gucken, was das ist. Die Kerzen gehen weiter und das hier... Da bin ich so neugierig, ist das ein Puder oder ist das Before Foundation? Ah, das sollst du vor der Foundation auftragen, also ist es schon mal eine Creme. Da muss ich noch gucken, ob ich die behalte. Ja, diese Creme vor der Foundation. Ist dann sowas vielleicht wie so, so ein Primer, ne? Protection Party. Ihr Primer steht hier jetzt zwar nicht, aber das ist wohl sowas vor der Foundation halt. Ja, mal gucken, vielleicht behalte ich das. Werde ich auch in einem Video mal erzählen. Ne? Ja, und jetzt geht das Paket wieder an, ich glaube, an Yvonne. Ich überlege gerade, ich glaube ja. Und dann kommt die zweite Runde, dann geht es wieder los. Ich werde unten alle Kanäle einmal verlinken und dann könnt ihr euch die Videos auch anschauen. Von den anderen Mädels, was haben die sich ausgesucht, und weil das Paket verändert sich ja von Mal zu Mal, ne? Ich habe mir auch was rausgenommen und dann tue ich wieder was Neues rein und dann so ist das Paket dann jedes Mal wieder anders. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!